Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer besonderen Ausgabe von Gaming for Everyone. Hallo zusammen. Schon lange nicht mehr gesehen, oder? Oder gehört? Mein Name ist Philipp und wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Und zwar zwei ganz besondere Gäste. Und zwar Melly Melek-Balgün und ihre zutiefst cute, ein bisschen scheue Hundedame Lacey. Hallo Melly, hallo Lacey. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Wie geht's euch beiden? Ich meine, ich weiß, wie es euch geht, nämlich die Lacey ist gerade ein bisschen ausgebüxt, beziehungsweise fühlt sich gerade extrem wohl. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es ist sehr, sehr viel passiert im Vorlauf dieser Folge, bis wir es hier geschafft haben, uns zusammenzusetzen und diese Folge tatsächlich mal zu starten. Ach, es war Sturm, Internetprobleme, dann ein kleiner Hund, der auf Reisen gegangen ist, obwohl er nicht auf Reisen gehen sollte. Und jetzt ist es natürlich das liebste Mädchen der Welt und würde niemals auf die Idee kommen, irgendetwas zu tun, was sie nicht machen sie, darf. Sie weiß, wie sie vor der Kamera jetzt hat sie keinen Bock mehr, jetzt möchte sie runter. Jetzt hat sie keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob sie runter will. Ich will gucken. Warte, ich weiß, wo sie hin möchte. Vielleicht? Auf ihrer Ausblicksplattform nämlich. Super. Ach, herrlich. Großartig, Phil. Ich hoffe, dir geht's auch fabelhaft. Mir geht's fabelhaft, wobei letzte Woche ganz kurz, also letzte Woche habe ich gemerkt, dass mich meine Zimmerpflanzen umbringen möchten. Aber ansonsten alles gut. Ja, das habe ich in deiner Story mitbekommen, ne? Das potenziell Allergiker und da mit einer blühenden Pflanze nebendran ist ein bisschen schwierig, aber ich habe echt ein bisschen Sorge. Du hast sie jetzt einfach so umgestellt, Ich habe sie hier ans andere Ende von der Wohnung verbannt. Oh, ob die dir das übel nehmen wird, sehen wir dann in zwei Wochen in deiner Story. Wie soll ich sagen? Sie hat jetzt schon keinen Bock mehr. Ich seh sie nämlich jetzt an und sie blickt mich auch ein bisschen an und sagt, du, ganz ehrlich, ich werde mich rächen, du wirst es bereuen. Ich wollte gerade sagen, so, du bist dran. Wie, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich durch die Trauer von meinem Ableben, was ansteht, bist du dran. Von wegen Zimmerpflanzen sind gut für Mental Health und so weiter. I'm gonna kill you. Nein. Ich habe jeden Tag Angst, dass die sterben. Einfach so. Es ist so schwierig, Pflanzen am Leben zu halten. Es ist Chaos. Nicht. Mein Schwager sagt mittlerweile, also, okay, Philipp, bitte hör auf einfach. Kauf dir Plastikpflanzen. Bei dir okay, alle anderen nicht, aber bei dir ist ein Trauerspiel. Es ist einfach ein Trauerspiel. Au Backe. Aber es wird schön. Let's be honest. Aber wir sind ja nicht da, um bei meinen schlechten grünen Daumen zu unterhalten. Das wäre schon eine schöne Folge, aber für wann anders, glaube ich. Ja, sondern, und zwar, wir quatschen heute ein bisschen über dich und über deine Leidenschaft und deinen Job. Aber als erstes über das Erstbesondere an dieser Folge. Ja. Und zwar das Xbox Mentorenprogramm Kickstart Your Campaign, wo du Teil davon bist. Ja, ganz genau. Und das ist für mich auch eine ganz, ganz große Ehre, da überhaupt für in Betracht gezogen zu werden, sozusagen. Und ich freue mich schon unendlich darauf, dann am Ende mit der Gewinnerin oder dem Gewinner meine Insights dann in diesem One-on-One-Coaching zu teilen, was man monatlich gewinnen kann mit den entsprechenden MentorInnen. Genau. Und zwar noch einmal ganz kurz, und zwar zum Mentorenprogramm. Dabei geht es da primär darum, Frauen den Weg ins Business noch besser zu ebnen. Hat das jetzt einen Sinn ergeben, was ganz ich gesagt genau. habe? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber doch, ein bisschen schon. Man kann sich herleiten. aber es geht primär darum, quasi das, was
wir alle immer sagen oder was oft gesagt wird, dass ja, wir brauchen mehr Frauen, ja, wir brauchen mehr Diversity, jetzt ausnahmsweise nicht nur gesagt wird, sondern tatsächlich, dass tatsächlich auch Taten folgen. Bist du gescheit? Heute bin ich on fire. Aber wir beide haben Laufen, mach dir keine Sorgen. Es wird eine wunderbare Folge. Noch mit der Bronchitis im Nacken. Also falls ich ein bisschen näsle hier und da oder ganz fies im Hintergrund huste, obwohl ich mir sicher bin, unser toller Producer wird das alles schön rausmachen. Tut es mir jetzt schon leid, aber es wird trotzdem eine großartige Folge. Ich weiß das. Ich weiß das, weil so viel wie schiefgegangen ist am Anfang, kann es gar nicht besser werden. Nein, aber ich find's insofern, also vom Programm her oder von der Idee alleine her, ist es so ein wahnsinnig toller Schritt, auch wenn er relativ klein wirkt. Ja? Aber es ist ein, was es überhaupt nicht ist, weil du bist ja nicht die einzige Mentorin, sondern quasi quer über den Globus haben sich Frauen aus der Community dazu bereit erklärt, da bei diesem Programm mitzumachen, ja, und einfach die nächste Generation, jetzt wollte ich die Next Generation, aber es kommt auch gut, die Next Generation an Frauen im Business zu fördern und eigentlich zu coachen, ja. Ja, und natürlich auch, um ein Stück weit halt zu zeigen, was für großartige Damen wir halt in unserer Branche auch haben. Nicht wahr? So, es ist ja auch ein kleines Problem, dass die Visibility von den ganz großartigen Persönlichkeiten, die nicht männlich sind in unserer Branche, daran scheitert es ja. Es gibt ganz, ganz tolle Menschen, die halt noch nicht das Highlight bekommen haben, was sie verdient haben beispielsweise, um vielleicht auch anderen noch Mut machen zu können, um diese Reise überhaupt anzutreten. Und wenn ich mal da zurückdenke, als ich meine Selbstständigkeit angegangen bin, in dieser Branche, die ja doch sehr speziell und sehr besonders ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ich einen erfahrenen Ansprechpartner habe, der seit x Jahren schon das tut, was ich vielleicht auch machen möchte, um mich einfach in den Austausch zu begeben. Denn ich meine, bis zum 17. April kann man sich ja jetzt für diese Runde quasi registrieren und am Ende gibt es dann ein 1:1-Coaching mit mir und das ist zwar auf eine Stunde angesetzt, aber Phil, wir beide wissen ja, ich labertasche, ich gucke dann nicht so genau auf die Uhr. So, und ich möchte halt in diesem Zusammentreffen der Person, die dieses One-on-One-Coaching dann gewinnt, wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, um einfach Fragen zu klären, die man vielleicht auch gar nicht traut, im öffentlichen Raum halt anzusprechen. Oder um vielleicht Situationen zu besprechen, die man persönlich schon mal durchgemacht hat, aber nicht weiß, wie man sie einordnen soll. Das sind auch so Sachen. Das hätte mir halt damals zum Beispiel wahnsinnig geholfen. Und oder aber auch, um einfach, ja, so banale Fragen, ja, wie hast du das denn gemacht, Melli? Ne? So, um einfach mal so auf einer sehr persönlichen Ebene und auf Augenhöhe sich da in diesen Austausch zu begeben und einfach all die Dinge, die man erlebt hat oder vielleicht auch Fehler, die man gemacht hat, mit eben der Gewinnerin dieses Coachings quasi zu besprechen, weil jeder Fehler ist es wert, gemacht zu werden. Aber wenn ich zum Beispiel mit jemandem über einen Fehler, den ich gemacht habe, sprechen kann und gegebenenfalls diese Person davon abhalten kann, einen ähnlichen Fehler zu begehen, dann freue ich mich doppelt, dann war der Fehler umsonst. Ne? Und das ist genau das Ansinnen, das Zusammenbringen von Talenten, von Future Talents, um einen regen Austausch zu erwirken und natürlich um von dem Erfahrungsschatz, der zu teilen wirklich sehr mühsam anerkämpft wurde in dieser Branche von eben unseren Mentorinnen, um den einfach teilen zu können. Und das gibt mir allein auch einfach auch ein gutes Gefühl, auch so ein Stück weit so auch was zurückzugeben. Ja, voll, weil ich glaube, das ist etwas, was wir speziell jetzt stark brauchen, zu sagen und zu zeigen, dass wir nicht nur füreinander da sind, dass wir nicht nur füreinander da sind, sondern dass wir auch helfen,
Sprich, das ist nicht unbedingt heißt. Es ist nicht nur genau, Gelaber. Nicht unbedingt nur so, heißt. Ne? Das ist nicht unbedingt heißt. Jetzt nur. Ich nehme den undiplomatischen Weg hier aus meiner Position. Nein, aber das ist jetzt nicht unbedingt nur heißt, dass das Coaching nicht mit dir sein soll, sondern dass sich die Community auch untereinander, glaube ich, sehr upliften kann jetzt. Ja? Und ich glaube, das ist ein kleiner Schritt. Ja. Aber wird eine große Wirkung, hoffe ich. Ist eine große Wirkung. Ja, haben hoffe wird. Ich auch sehr. Ja. Aber warum sollten Aber Phil, allein darüber zu reden und zu educaten, hilft ja auch schon sehr, sehr viel. Es gibt ja schon einen großen Weg. Ne? Das ist ja die Hälfte der Miete, wenn nicht sogar mehr, meines Erachtens. Und allein das tut dieses Programm ja schon. Ne? Das einfach nur durch die Existenz und das Ansinnen des Unterfangens wird ja schon ein wirklich educational Charakter aufgezogen. Ne? Und Visibility halt generiert. Und das ist es halt. Und das macht schon sehr viel aus. Also sehr, sehr viel aus. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, in der Description findet ihr einen Link und ein paar weitere Informationen dazu. Aber davor und oder parallel dazu erzählte uns die Melli vielleicht jetzt ein bisschen über ihre Origin-Story. Das wäre eine gute Überleitung, gib zu. Ah ja, das war's tatsächlich, weil wer bin ich denn überhaupt? Who are you? Ja, das frage ich mich auch bei Zeiten tatsächlich, aber das ist eine ganz andere Thematik. Nein, Spaß beiseite. Also ich weiß nicht, der oder die ein oder andere da draußen kennt mich vielleicht schon aus dem E-Sport. Ich bin schon seit über 20 Jahren tatsächlich dabei, wenn ich so darüber nachdenke. Damals 2002 habe ich ein OG der Szene. 20 Jahre, ne? Das ist länger als die Hälfte der Zeit, die ich auf diesem Planeten schon. Ich weiß nicht, was du von dir. Ich keine das Ahnung. Ich bin 15. Ich bin früh Pubertät. Ja, lass uns nicht über das Alter sprechen, weil wir Gamer, wir werden ja auch nicht älter. Wir leveln halt nur ab und farmen Experience, ne? Und genauso sieht es aus. Also 2002 habe ich mich tatsächlich in der ESL damals angemeldet, weil ich halt Counter-Strike Online zocken wollte. Aber das war halt nicht der Start meiner Gaming-Karriere, sage ich jetzt einmal. Ich komme nämlich noch aus einer Zeit, wo es halt kein Breitband-Internet per Default zu Hause gab. Das gab es einfach nicht. Wir haben uns noch mit Modems herumgeschlagen zu meiner Zeit. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also im Prinzip, ich zocke schon seitdem ich selbstständig aufrecht sitzen kann. Ab dem Moment war ich halt vor der SNES gefangen und habe halt mit meiner sehr technisch affinen Familie auch sehr viel Zeit gemeinsam zockend verbracht. Also fand das halt so schön, dass meine Mutter das Thema Gaming halt nie wirklich verteufelt hat. Ne? Sie selber ist der Grund, weswegen Candy Crush Producer da überhaupt noch neue Level generieren. Ja, nee, ich muss ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, ich brüste mich sehr damit, dass diese Frau nicht einen einzigen Cent quasi ausgegeben hat. Nicht, dass ich das nicht unterstützungswürdig finde oder sowas, weil ich zum Beispiel kaufe ganz gerne bei In-App-Käufen, wo ich weiß, dass es dann den Devs halt zugutekommt. Aber sie ist halt über 10.000, ohne auch nur ein einziges Power-Up monetär gekauft zu haben. Und das ist halt immer so, wenn mich Leute fragen, Melli, woher hast du deinen Biss? Dann erzähle ich diese Geschichte halt. Ne? es ist halt so insane, ne? Das, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Aber nein, sehr technisch affine Familie. Und es gab halt immer schon Konsolen und Handhelds bei uns zu Hause. Und dementsprechend sind wir damit schon sehr, sehr nah aufgewachsen. Und es ist halt eine Leidenschaft von mir. Und in der vierten Klasse, wenn man mich da gefragt hat, Melli, was willst denn du mal später werden? Ja, also wenn man in der Klasse gefragt hat, so, was willst du werden? Krankenschwester, was willst du? Tierarzt, dann Astronaut. Und Melli so, ich werde Informatikerin. Und meine Klassenlehrerin so, weißt du denn überhaupt, was das ist? Und ich so, ja, natürlich, da arbeitet man mit Computern. Ja, so war klar für mich so, dass das mein Lebensweg wird. Ne? Eine Ausbildung als Fachinformatikerin mit Fachrichtung Systemintegration habe ich dann auch gemacht im späteren Verlauf und habe IT-Management studiert. Also ganz Informatik habe ich dann doch nicht studiert, war mir dann doch ein bisschen zu krass. Chapeau an alle, die das durchziehen.
Und ja, so begann es dann einfach, dass wir uns zu Hause halt, ich meine, den Original Gameboy haben wir uns auch nicht sofort leisten können. Ne? Ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie. Wir hatten halt nie sehr viel Geld. Wir waren drei Kinder zu Hause und die alle natürlich ihre Hobbys hatten. Und was aber war, ist, dass wir quasi IT-Vetter für alle in unserem sozialen Umfeld waren. Und so kam es halt, dass sich bei uns zu Hause halt alte Hardware-Teile angesammelt haben. Ne, weil die wurden ausgetauscht und die Personen wollten die dann einfach nicht zurück. Ne, dann hast du Frankenstein-Computer gemacht halt, ne? Ja, in der fünften Klasse habe ich meinen allerersten PC selber zusammengebaut, weil wir hatten immer einen im Arbeitszimmer sozusagen, ne, weil Arbeit und dann habe ich mir, wie gesagt, aus den Teilen in der fünften Klasse zum allerersten Mal einen eigenen PC zusammengebaut. Mein 16. Geburtstag war eine Sweet 16 LAN-Party mit 40 Leuten. Das ist auch Gangster. Das ist auch cool. Und da habe ich auch DSL geschenkt bekommen zum Geburtstag. Oh, was habe ich zu meinem 16? Ja. Was habe ich zu meinem, schon lange her? Ich habe DSL-Anschluss geschenkt gekriegt. Na, also es toppt fast meinen 30er bei dem Fastfood-Restaurant. Das ist herrlich. Das ist super. In der Kinderabteilung dann? Das ist super. Und das Lustigste dran ist, in der Mitte war ja so ein Thron halt, ne? Und ich so, na sicher, es ist mein Geburtstag, sicher sitze ich da am Thron. Setz mich halt in den Thron und bleib halt leicht stecken, weil das halt für Kinder ist und nicht für ausgewachsene Männer. Ja, war halt auch lustig. Und wir haben halt wirklich alles gemacht. Tour durchs Restaurant, alles. Und die Betreuerin war sowieso ein bisschen überfordert, nämlich die hat davor erst 20 Minuten davor erfahren, weil es der Filialleiter, der war auch so witzig, dass er nichts davon gesagt hat. Auf einmal kommen nur Erwachsene so, und sie irgendwann so, und wann kommt das Kind, Geburtstagskind? Und ich so, nein! Und sie schaut mich dann so, also war es kein Scherz. Wir brauchen eine größere Krone. Das war wirklich so, also war es kein Scherz von ihm. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie er sich einfach abbeckt hat. Und ich so, da hast du es ja nicht gesagt. Na, ich fand es urlustig. Du weißt, du hast so 20 Minuten. Herrlich. Ach, super. Wie cool. Es war super. Also, kann man nichts sagen. Aber wie... Coole Story auf jeden Fall. Und das heißt, du hast mit so einem 16. oder schon deinen Super Sweet 16 dann einen DSL-Anschluss bekommen. Genau. War das dann spätestens da dein... Hat es dann da spätestens seine Liebe zu CS entfacht? Boah, ich bin heute on fire. Das war ein bisschen früher tatsächlich. Ich war halt, wie gesagt, schon immer IT-affin und technikaffin. Ich habe Fachzeitschriften als Gute-Nacht-Lektüre gelesen als Teenager. Kannst du dir nicht ausdenken, was für ein Nerd ich war. Ich habe es geliebt. Gebrauchsanweisungen. Sondern noch im Katalog, damals, wo es noch keinen Online-Shopping gab, sondern diese dicken, fetten Kataloge, hast du einfach alles durchgelesen, angemalt und so. Das will ich haben, ich weiß nicht wann, aber ich lese mir das durch, ich kenne mich durch. Und der Teletext. Ja, genau. So, damit wäre dann auch klar, wir sind definitiv Boomer. Teletext 101. Ja, nee. Großartig. Ja, aber das sind alles so Sachen, vielleicht der ein oder andere Zuhörende wird damit erstmal nichts mehr anfangen können, ne? Genauso wie mit diesem Geräusch. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen PTSD oder ASMR für mich ist. Eine Mischung aus beidem, ne? Das ist so, oh nein, das dauert wieder 15.000 Jahre. Ich weiß noch, wie ich nachts ins Wohnzimmer geschlichen bin, weil das war der einzige PC mit Internetanschluss und das Couchkissen auf das Modem draufgedrückt habe, das 56K-Modem im Keime zu ersticken, damit nicht jeder im Haus wach wird in der Wohnung. Und die Liebe zu CS, die kam an einem anderen Punkt. Dadurch, dass ich halt nie einen Breitbandanschluss zu Hause hatte, war ein Multiplayer halt für mich kein Ding. Weil ich meine, für Multiplayer musst du halt entweder im LAN genug Teilnehmer haben oder natürlich halt online spielen können. Und da ich, wie gesagt, keinen Breitbandanschluss hatte, war das für mich keine Option.
Dementsprechend habe ich halt bis zu meinem 16. Geburtstag zu Hause halt sehr, sehr viele Singleplayer und all sowas gespielt. Und oder so Two-Player-Games, ne, wo du mit deinen Geschwistern an der Tastatur halt sitzen konntest und dann diese Games zocken konntest. So, und ich war in der 9. Klasse in der Realschule in der Informatik-AG. Und unsere Informatik-AG, unser Lehrer war echt cool. Der wollte uns halt ermöglichen, uns schon mit dieser Thematik Internet halt auseinanderzusetzen. Ich meine, wie gesagt, das war damals komplett neu. Fast niemand hatte einen ISDN-Anschluss zu Hause. Ne? Und ja, es ist halt vollkommen irre. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Ich muss gerade an diese ganzen alten Seiten denken. So. Ich habe das Gefühl, dass sich deine Oregon Story mit meiner sehr, sehr, sehr deckt, weil oder unsere Informatiklehrer waren auch immer relativ offen. Und ich weiß noch genau, wo ich dann auf, wie hieß denn die Seite, Lycos.de noch meine Sachen gesucht habe. Und wie hieß denn das? Alta Vista? Ja, Alta Vista. Lycos mit dem schwarzen Labrador, oder? Ja, ach du je. Okay, ach, herrlich. Also schreibt mal, ich weiß nicht, gibt es eine Kommentarfunktion hier drunter? Schreibt mal, ob euch überhaupt sowas ein Begriff ist von all diesen Sachen, die wir hier gerade erzählen. Ich sehe ein paar graue Haare schon bei mir, so ist ja nicht. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, weil es mir eingefallen ist. Gar kein Problem. Wie gesagt, er wollte uns halt auch ermöglichen, dass wir das Internet halt auch einfach erfahren und hat uns dann immer gestattet, dass wenn wir mit unserem Set Aufgaben, was wir halt zu Beginn der AG, weil es war ja auch eine AG, mein Gott, ne, bekommen haben, wenn wir damit durch waren, durften wir uns quasi selbstständig im Internet aufhalten. Ne? Und was habe ich dann gemacht? Ich habe Familie im Ausland, ich habe E-Mails geschrieben, ich war auf Chat City, habe gechattet und was auch immer. So. Chat City, kennst du nicht? Also, Chat City. Vielleicht war das auch in Deutschland. Ich glaube, das ist Deutschland. Also wir in Österreich, Shoutout an alle Österreicher, die gerade zuschauen oder zuhören. SMS.at. SMS.at, U-Boot. Da konntest du kostenlos SMS schreiben, Bombe. Oder? Sehr herrlich. Ja, das war unsere Rettung. Jedes Mal, wenn jemand zum Teil unabsichtlich auf die WAP-Taste gedrückt hat und auf einmal das ganze Guthaben innerhalb von Sekunden. Nein! Schließ! Mach das nicht! Oh nein! WAP! Ja. Scheiße! Straight up, genau. Du warst danach pleite. Eine Sekunde also, du hast einmal diese. Genau! Du hast einfach verloren, wenn du diesen Kopf berührt hast. Deswegen, ich fühle das total. Hast du gesehen, was für ein DSD das jetzt in mir ausgelöst hat? Also, ja, also, Halleluja, ey. Easy. Sorry. Naja, und dann, wie gesagt, irgendwann war ich dann halt mit all den Sachen, die ich so gemacht habe, dann fertig. Ne, und dann fängst du halt an, dich zu langweilen. So, und dann habe ich halt angefangen, mich halt so im Raum umzusehen. Und da habe ich halt gemerkt, dass die hinteren Reihen, die haben irgendwie Spaß gehabt. Und es sah so aus, als hätten sie den Spaß zusammen. Ne? Und keine Ahnung, ich bin dann aufgestanden und bin dann zu einem hingegangen und meinte so, ey, was macht denn ihr da? Und er guckte mich dann so an. Das ist nichts für Mädchen. Okay. Und ich so, ach so, okay. So, hab auf den Monitor geguckt, hab mir versucht. Ja, ich bin so competitive in mir. Das ist einfach schrecklich. Es ist mittlerweile in Bahnen, ja. Also man kann mich Gott sei Dank nicht manipulieren, indem man sagt, das kriegst du nicht hin. Und ich so, schau mir zu! Nee, es ist unmöglich. Guck mir zu, wie ich es trotzdem schaffe. Ja, das ist mein Charakter, meine Damen und Herren. So, und das hat mich dann natürlich halt getriggert, ne? Und ich bin halt auch mit Jungs aufgewachsen. Ich habe natürlich noch eine kleine Schwester, aber so die ganzen Cousins in meinem Umfeld waren halt auch immer Jungs, deswegen ich war es gewohnt, dass man mir das nicht ganz zutraut, kurz zusätzlich, ne? Bist du das Mittlere? Nein, ich bin das Älteste. Ich bin kein Sandwich-Kind. Don't hate the Sandwich-Kind. Nein, ich liebe meinen Bruder über alles. Sandwich-Kinder haben sehr viel mitzumachen.
Ja, das stimmt. Ihr habt noch nicht ganz die Perks der Jüngsten, ne? Und ja, ich verstehe schon. Sorry. Ja. Ich bin eines von vier. Also, das heißt, ich streite mich mit meiner nächstgrößeren Schwester, wer von uns beiden das schlimmere Sandwich-Kind ist. Sie, wenn sie die Ältere ist, tatsächlich. Ihr Jüngeren, ihr habt immer mehr Freiheiten und Chancen als die Generation davor. Na, nicht ganz, nämlich bei mir haben sie wieder mehr oder weniger nicht von null anfangen müssen, weil ich der erste Junge bin. Das heißt, ich bin so eine Mischung, deswegen... Ein bisschen anders. Ist eine Mischung von, okay. Ja. Mein kleiner Bruder, da sind wir uns alle einig, das ist so, ja. Das sind die Nesthäkchen, ja. Ne? Das ist aber auch okay. Weil ich habe so manchmal das Gefühl, da geben sich die Eltern auch nicht mehr ganz so viel. Spaß. Ja, das war ganz Spaß. Das war ein Spaß, aber das sagt man ja so aus Spaß. Ne? So, nein. Jede Geschwisterposition hat ihr Päckchen. Wir wissen eh, das ist okay. Ich akzeptiere, dass er der Favorite ist. Ist okay. Ach Quatsch, lass uns weiter erzählen. Schnell wieder zurückrudern. Nee, also ich habe dann halt einfach versucht, mir so ziemlich alles halt oft einzuprägen, was auf diesem Bildschirm halt so passiert ist, ne? Weil ich fand das faszinierend. Weil es ging mir gar nicht so um die Spielmechanik per se, sondern ich habe halt gesehen, wie viel Bock es den Leuten macht, ne? So, die machen da was zusammen am Computer und die zocken und die haben Spaß und die feiern und die johlen und dann piesacken die sich zwischendurch auch so ein bisschen, ne? Wie gesagt, sehr competitive Smacktalk, so lange er über der Gürtellinie bleibt, lieb ich, ne? Und es war halt einfach eine Ansage von ihm, ne? Und da habe ich mich halt so ein bisschen auch in meiner Ehre angegriffen gefühlt und bin dann halt zu meinem Nachbarn halt hingegangen und meinte so, du hör mal, die zocken da irgendwas. Das ist mit Hühnern im Sand und Gebäude und Leute im Kittel und Waffen und irgendwie verstehe ich nicht so ganz, was da abgeht, aber die haben irgendwie verdammt viel Spaß und ich möchte das auch machen. Und dann meinte er so, ach, das ist CS, ich gebe dir mal eine Sicherheitskopie. Ne? So, und... Sicherheitskopie. Ja, das war eine Sicherheitskopie. Die habe ich aufbewahrt für meinen Nachbarn. Ganz ich habe die wieder zurückgegeben, ich verstehe. Ich kenne mich aus. Ja, selbstverständlich. Natürlich. War einfach nur, ne, wie gesagt, so falls da in dem Haus was passiert, dass eine Sicherheitskopie auch bei mir liegt. Kann ich absolut nachvollziehen. So. Und er meinte dann aber halt auch, so Melli, da brauchst du aber einen LAN. Ja. Ne? Also das kannst du nur im LAN dann mit anderen spielen. War ja auch kein Online-Code. Ne? Und da meinte ich so, oh shit, okay. So, ich hatte dann meinen Frankenstein-PC, den ich mir in der 5. Klasse zusammengebaut habe. Die folgenden Jahre kam dann immer noch ein weiterer dazu. Für meine Geschwister habe ich dann die noch zusammen geflickt. Und so war es dann, dass wir halt in der glücklichen Position waren, zumindest einen funktionierenden PC zu haben. Ne? Der war nicht besonders toll. Also jeder Toaster, der mittlerweile in den Haushalten steht, ist einfach um ein Vielfaches übermotorisierter als die PCs, die da, aber es war ein PC. Und es war meine Chance. Ne? So, das war meine Chance, meine Leidenschaft. Weil ich hatte einfach nicht das Kleingeld dafür, mir einen ordentlichen PC zu kaufen. Und meine Familie sowieso nicht. Und dementsprechend war das meine einzige Chance. Und die habe ich versucht zu nutzen. Und habe dann halt auch, so, wie gesagt, immer die bestmögliche Hardware-Kombination zusammengestellt aus den Hardware-Teilen, die dann zurückgeblieben sind aus den Reparaturen. Und dann habe ich mein Sparschwein genommen, bin an den PC-Laden an der Ecke gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne 4 LAN-Kabel und 4 Netzwerkkarten und ein Hub. Und er so, wie alt war ich da in der 9. Klasse? Wie alt ist man da? 14, 15? Kommt hin, glaube ich. Und der Typ guckt mich an und meint so, machst du eine LAN-Party? Ich so, hä? Nee, ich will nur mein Heimnetzwerk ausbauen. Und er so, okay. Und ich habe halt eine Hub genommen, weil eine Switch konnte ich mir nicht leisten. Also eine Switch mit 4 Ports oder 6 Ports hat irgendwie 180 Euro gekostet damals. Ne? Ich meine, was kostet eine Switch jetzt? Kriegst du im handelsüblichen Router, kriegst du die mitgeliefert umsonst.
So, genau. Aber früher war das halt wirklich wahnsinnig viel Kohle, die du für diese Netzwerkkomponenten halt hinlegen musstest. Ne? Und ich dachte mir, okay, Hub ist zwar doof, weil du hast keinen, die Datenpakete werden nicht dediziert an die Adressaten geschickt, sondern einfach an alle gleichzeitig und alle nehmen sich die Pakete, die man braucht. Halt, aber da ja alle einen Kackping hatten, war das dann in Ordnung. Ne? Gleiche schlechte Recht für alle. Ja, genau. So hast du schon wieder eine Chancengleichheit. War super. So, dann habe ich mich da hingesetzt, wirklich mit meinen Geschwistern. Meine Schwester hat mal eine Freundin eingeladen. Ich habe mal eine Freundin eingeladen. Mein Bruder hat mal einen Freund eingeladen. Und wir haben halt 2v2 gespielt, die ganze Zeit. Und irgendwie nach 6, 7 Wochen, also ich habe halt wirklich hardcore reingegrindet, ne? Und war ich dann mutig genug, weil ich wollte halt denen zeigen, dass die Initialaussage, die mir an den Kopf geknallt wurde, halt definitiv nicht richtig war. Und es ist eigentlich voll, dass es halt absoluter Bullshit ist, das am Geschlecht der Person festzumachen, ob das was für einen ist oder nicht, oder ob man gut sein kann da drin oder nicht. Deswegen war es mir ein innerstes Anliegen, wirklich, wirklich gut zu sein. Und ich habe wirklich, wirklich fast 2 Monate zu Hause im Stillen, ohne es einmal in der Info-AG zu erwähnen, für mich jeden Tag mit meinen Geschwistern trainiert. Ja? Jeden Tag auf das. Weil die war klein genug, da kann man sich schnell auf die Füße oder Aztec, ne? Aber und dann habe ich, wie gesagt, mich in die hinterste Ecke in der Informatik-AG gesetzt und habe mich eingeloggt, habe dem Server connected und habe die Jungs erstmal richtig hässlich lang gemacht. Also richtig Meier gemacht. Boah, habe ich den die Hintern versohlt, ne? Ehrlich, und ich meine, wir haben ja nur im LAN gespielt und dann fing die an, da ist ein Cheater! Da ist ein Cheater! Wie kommt der denn auf unseren LAN-Server? Wer ist das denn? Und ich sitze da so und freue mich wirklich meines Lebens. Und irgendwann die Person, die mir dann halt gesagt hatte, das ist nichts für dich. Die Person sagte auch übrigens, dass ich niemals auf einer Weltmeisterschaft spielen werde und niemals bei der ESL arbeiten werde. So. Es waren so Gespräche, die dann weiter fortlaufend geführt wurden von uns. Beides Dinge, die ich gemacht habe, by the way. Und drehte sich dann irgendwann so zu mir um, weil er dann festgestellt hat, dass ich ja woanders, sonst saß ich in meiner ersten Reihe und jetzt saß ich in der allerletzten. Und er guckt so, ne? Ich so, oh doch. Und er so, ne? Ich so, aber, oh glaub mir das mal. Dreh meinen Monitor um und drück so auf Tab und sag so, und wie? Und er so, okay, ich habe nichts gesagt, sagt er. Ich habe nichts gesagt. Ich kann mir diese Szene so unglaublich unglaublich gut vorstellen, wie in einem Quentin Tarantino-Film, wo auf einmal so ein kompletter Zoom ins... Nein. Genau, so, wumm. So, mit seinem komplett... Nein, aber würdest du vielleicht sogar sagen, dass diese Aussage indirekt dich noch mehr dazu getrieben hat und in deinem zukünftigen oder jetzigen Beruf nicht nur gefordert, sondern ironischerweise motiviert hat, den Leuten auch unter anderem zu zeigen, so, Leute, ihr habt null Ahnung. Ruhig, schaut zu, beziehungsweise wie kommt ihr auf diese Aussage? Ja, es ist, ich meine, gut, ich hast du mal auf Twitter heute geguckt, also da ist halt schon wieder so ein Zwischenfall, wo ein Streamer mitbekommt, dass eine weibliche Spielerin halt im Voice-Chat ist und dann einfach Full-Tilt geht. So, is a female speaking to me? Weißt du, so, es ist halt, ich weiß nicht, wo es herkommt, Phil. Ich verstehe es einfach nicht. Zumal ja PC-Arbeit lustigerweise, als sie begann, Sekretärinnenarbeit war. Es war ein Frauending. Okay. Ich möchte nur mal sagen, dass Programmiererinnen die größten Meilensteine in der PC-Welt gelegt haben und also Sachen. Und ich verstehe einfach nicht, wann dieser Punkt gekommen ist, diese Szene oder dieses Handwerk und dann natürlich auch dieses Hobby irgendwann oder
jetzt mittlerweile auch diese Profession des Pro-Gamers nur auf den männlichen, auf die männliche Teilnehmerschaft zuzuziehen. Und ich weiß nicht, wann das passiert ist. Ich habe da so 2, 3 Überlegungen in meinem Kopf. Ich weiß es nicht, aber ich kann es dir einfach nicht sagen. Aber ich meine, es ist ja schon ein gesellschaftliches Ding, weil das ist auch etwas, was ich im Aufwachsen halt sehr oft miterlebt habe. Dass so, ich habe sehr gerne Fußball gespielt früher. Ich habe auch im Verein gespielt. Ne? Ich war eigentlich eine ganz gute Torwärtin und irgendwann habe ich mich sogar bis in den Mittelsturm vorgearbeitet. Aber auch da wurde ich immer begegnet mit, das ist nichts für Mädchen. Wir wollen die nicht in unserer Mannschaft. So. Und am Ende, wenn ich da denen die 8 Buden gerettet habe, die sie durchgelassen haben, ja, dann waren sie ziemlich happy, mich zu haben. Mhm. Ne? Und ich verstehe das auch einfach. Für mich war das nie ein Thema. Für mich war ein Geschlecht nie ein Indikator für Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten eines Menschen. Ja, und ich verstehe einfach nicht, wann sich das in unserer Gesellschaft so hart verankert hat und warum es bis zum 21. Jahrhundert noch immer nicht aufgebrochen wurde, meines Erachtens. Ja. Ne? Klar, wir arbeiten daran, jetzt auch das MentorInnen-Programm ist natürlich auch ein Weg, um eben halt diese Grenzen aufzuweichen, die einfach vollkommen stupide sind und nie auch nur da sein sollten. Und aber es war ja schon irgendwo immer so, ja, kletter nicht auf den Baum, das ist nichts für Mädchen. Spiel kein Fußball, das ist nichts für Mädchen. Mach dich nicht schmutzig, das ist nichts für Mädchen. So, willst du nicht lieber nähen, basteln, malen, tanzen? Habe ich auch alles gemacht. Habe ich auch alles. Ich habe Musicals getanzt früher, ne? Ich verstehe halt einfach, ich habe halt nie verstanden, nie. Und bis zum heutigen Tag verstehe ich halt nicht, warum eine Sache die andere ausschließen sollte. Und so habe ich halt immer mein Leben gelebt und versuche halt immer so als Beispiel voranzugehen. Ja. Ich habe mich da auch, ich habe ja wie gesagt auch türkischstämmige Wurzeln. Meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich, bist du ruhig? Du musst nicht aufpassen. So ein braves Mädchen, bist du ein braves Mädchen? Schau sie an. Seeking for attention. Wow. Positive Bestärkung ist die beste Art, Tiere zu erziehen, by the way. Naja, auf jeden Fall bin ich da immer schon sehr, sehr, sehr angeeckt, weil ich mit meinen Kleidchen, in meinem Kleidchen steckend auch dem Ball hinterher gerannt bin, ne, draußen, wenn wir da Fußball gespielt haben, so. Und ja, ich habe im Kleid Fußball gespielt, das ist auch so eine Sache, ne, so I don't care, Mann. Und ich wünschte mir halt einfach, dass viel mehr Menschen diesen Ansatz hätten oder noch viel mehr Menschen, ne, weil wir sind ja gar nicht so in der Minderheit. Ich glaube auch. Sind wir wirklich nicht? Ich glaube, es ist schon sehr viel. Ich glaube, das Problem ist, was zu dem ich mich auch schuldig fühle, in Anführungszeichen, ist, dass wir den negativen und speziell den negativen Aspekten zu viel Raum geben. Ich glaube, wir geben denen zu viel Raum. Ich glaube, dass wir uns viel mehr um die positiven Sachen, um die positiven Aspekte der Community, um die positiven Aspekte dieser Kunstform, sage ich schon fast auch, setzen müssen und uns viel mehr upliften, uns viel mehr gegenseitig feiern müssen. Ja, weil ich glaube. Ja, und es geht ja dahin, Gott sei Dank, gerade. Es geht ja dahin, das ist ja das Schöne, diese Entwicklung findet ja statt und das Schöne ist ja, es fängt ja schon an damit, dass man verstanden hat, dass man Getrolle nicht über sich ergehen lassen muss, sondern dass eine Community auch für seinen Content Creator oder für seine Content Creatorin aufstehen kann. Und einfach drüber und, fahrt. Genau, so und dieser Selbstbereinigungsfaktor dieser Communities, der kommt immer mehr zum Tragen mittlerweile. Und aber es ist halt so menschlich, sich immer so aufs Negative zu fokussieren und vor allen Dingen auch zuzulassen, dass dieses Negative so unendlich polarisiert. So das beste Beispiel ist immer, es ist ein komplett banales Beispiel. Wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, denkst du da ein paar Wochen drüber nach. Freust dich immer noch und denkst dir so, oh geil, hab ein bisschen mehr am Konto. So, und dann verpufft es. Aber wenn man dir etwas von deinem Gehalt wegnimmt, glaub mir, das ärgert dich in 5 Jahren noch.
Und das ist halt so. So, aber du verstehst, was ich meine, halt so. Die positiven Sachen, wir Menschen sind so darauf geprägt, uns auf die negativen Dinge im Leben zu versteifen. Und das ist halt so falsch. Wir sind so geworden, habe ich so das Gefühl. Und wir müssen halt daran arbeiten, dass wir diese negativen Sachen auch gar nicht gestatten, so viel Raum überhaupt einzunehmen. Es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist wichtig, aufzuklären. Versteht mich jetzt bloß nicht falsch. Voll. Es ist wahnsinnig wichtig, dagegen anzukämpfen und auch wirklich laut zu sein und sich ganz deutlich zu platzieren. Aber wir müssen auch wieder lernen, dass wir diesen Dingen nicht mehr Raum geben, als wie sie gerade nötig in diesem Moment brauchen oder einfordern. Verstehst du, wie ich das meine? Doch. Selbes Reden. Also es sind einfach so viele Sachen, wo ich mir denke, na bitte, es gibt so viele positive Sachen beim selben Thema. Warum reden wir nicht darüber, um zu zeigen, dass Beispiel es Pro-Female-E-Sports-Spieler geben kann, dass es dass es nicht heißt, weil sie eine Frau ist oder eine weiblich gelesene Person ist, dass sie kein Host sein kann. Bullshit. Ja? Mhm. Ich meine, das ist auch so eine Sache, wo ich mich manchmal dabei ertappe, ist bei Sportübertragungen, so ist richtig. Jetzt habe ich das deutsche Wort gesucht. Genau, wo dann manchmal, das ist meistens so ein Zweier-Dreier-Team, und wo ich quasi automatisch, ungewollt zum Teil, dem weiblichen Cast-Member zum Teil Kompetenzen automatisch abstreite. Also nicht unbedingt abstreite, sondern als erstes denke ich mir... Aber das ist doch auch angelerntes Verhalten. Das nervt mich ja persönlich selber. Wohl wissend, dass es nicht stimmt. Ja, ich meine, wenn du doch mal auf die Medienwelt guckst, da kannst du, ich meine, ist es dir aufgefallen und du arbeitest daran, diesen Gedanken aufzulösen. Und das ist schon mal echt mehr, als wie manche andere Menschen tun. Deswegen sei da nicht so hart zu dir selber, weil die Medienlandschaft hat weibliche Akteurinnen vor der Kamera ja auch leider lange, missbraucht ist so ein falsches Wort, aber halt so als Eye-Candy, ganz bewusst als reines Eye-Candy platziert. Und das war schon nicht richtig. Ne? Und jetzt kommen natürlich die ganzen kompetenten Frauen und weiblich gelesenen Personen, die auch noch richtig gut aussehen und richtig was auf dem Kasten haben und müssen sich mit diesen Vorurteilen halt jetzt rumschlagen, natürlich. Aber es ist, ich verstehe das auch nicht, aber ich meine, ich habe es ja auch ähnlich erfahren. Ne? Ich wollte ja nie auf die Bühnen dieser Welt, auf die E-Sport-Bühnen dieser Welt. Wie ist es passiert? Du bist ja quasi, das war ja ein ungewolltes Glück. Ja, weil ich habe ja 2002 angefangen, online zu zocken in der ESL und habe 2004 dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben bei High Fidelity damals. Und habe dann 2007 auch an den ESWC teilgenommen. Und für Team Österreich habe ich bei den Der Nationalausscheid war im Palais Ausberg. Ne? Und ich sitze da an diesem Tisch, habe einen solchen Kronleuchter über mir, und sitze da vor meinem Bildschirm und zocke Counter-Strike in einem goldgetäfelten Raum mit großen Ölgemälden. Ich sag's dir, Wien ist extra. Aber es ist geil. Das Schlimme daran ist, wenn du in Wien wohnst, dann ist das Normalität. Es war so ein Core-Memory-Moment. Ne? Und ich kann mich wirklich auch schlagartig wieder in diese Erinnerung zurückversetzen, weil sich das so in mein Hirn eingebrannt hat. Ich kriege auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich da sitze vor dem Showmatch, weil es gab kein anderes weibliches Team. Dementsprechend haben wir halt den Direktslot bekommen und haben halt noch ein paar Showmatches gespielt. Und ich sitze da vor dem Match und denke mir nur, Alter, ich wollte doch nicht sagen. So was ist passiert? Warum bin ich jetzt hier? Was ist passiert?
hier, ich sitze in einem Team-Jersey vor einem Rechner im Palais Auersberg. Ja, es ist alles Gold, ein riesengroßer Kronleuchter hängt über mir und ich zocke Counter-Strike. So, was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? Ja, um in Memes zu sprechen, wie wir Boomer das ja gerne machen. Es war einfach so, es war der absolute Wahnsinn. Und spätestens da wusste ich, dass das, was ich halt machen will. Ne? Und nun war es dann aber so, 2009 musste ich dann ich spielte dann für Hooray, eine deutsche bzw. internationale Organisation, 2009, okay, wir reden hier wirklich von den Alleranfängen des Gamings und des Pro-Gamings. Das ist lange her, okay. Ich habe damit auch kein Geld verdient, ne? Ich habe damit auch, rechne bitte nicht zurück, ich möchte nicht hören. Zu spät, ich sag's noch nicht. 13, ich weiß. Das ist der Wahnsinn. Und es ist einfach vollkommen irre, wo mich diese Reise halt einfach hingebracht hat und wo mich diese Leidenschaft halt hingebracht hat. Wie gesagt, 2009 habe ich dann für die deutsche Organisation gespielt und musste dann halt meinen Profivertrag auslaufen lassen, weil ich halt, wie gesagt, im letzten Lehrjahr meiner Ausbildung war und mich dann halt auf meine Ausbildung konzentrieren musste, weil ich habe mit dem Zocken damals halt kein Geld verdient. Und unterm Strich konntest du auch nicht wirklich Geld verdienen damit. Du konntest wenn du einen 450-Euro-Job hattest bei der Org, ne, und dein Studium so nebenbei damit finanzieren konntest, dann warst du in Deutschland. Boah, hast du schon gemacht! Ne, so. Und ich habe halt zumindest die Möglichkeit gehabt, mein Hobby damit zu finanzieren. Wir haben LAN-Support bekommen, sprich, wir mussten nicht mehr auf LAN-Partys unter den Tischen schlafen, sondern haben Hotelzimmer bekommen und so Sachen. So, das war für mich schon das absolute Highlight. Ne? So, überleg dir mal. So, du fährst auf LAN, Entschuldigung, und guck mal, wie aufgeregt ich bin. Du fährst auf LAN, ja, und musst nicht auf dem Stuhl schlafen. So, what the fuck? Ich hatte es geschafft. So, in meinen Büchern hatte ich es geschafft zu dem Zeitpunkt. So, ich denke gerade an den Song von Drake, Started from the bottom, now we're here. Ja! Ja, nein, aber jetzt einfach so, das waren so die Gedanken, die mir damals dann halt so durch den Kopf gegangen sind, ne? Und dann habe ich 2007 das erste Mal für die ESL gearbeitet, da habe ich ein halbjähriges Praktikum gemacht und war dann für meine Ausbildung halt weggegangen, habe nebenher immer noch als Aushilfe weiter dort gearbeitet und als ich ja meine Ausbildung fertig hatte, für mich war aber klar, so als Moderatorin, auf gar keinen Fall, weil da zu der Zeit, wo ich das Praktikum gemacht hatte, hatten sie auch eine Moderatorin, die mitmoderierte und nicht aus dem E-Sport kam und dementsprechend auch themenspezifisch leider nicht tief drinne war. Ne? Und ich habe halt gemerkt, wie die Community auf sie zu sprechen war, beziehungsweise nicht nur gemerkt, sondern sehr, sehr deutlich gelesen und dachte mir so, nee, das will ich mir niemals antun. Niemals, niemals gibst du dir das. Niemals machst du dich so zur Zielscheibe und stellst dich auf eine Bühne in diesem Kosmos, um dich so anmachen zu lassen als Frau. Ich hab der Dame auch E-Sports-Nachhilfe gegeben und alles. Und dann wurde es auch so ein bisschen besser. Aber es war für mich war klar, das tust du dir nicht an. Du musst dir jetzt schon genug Müll anhören auf den Servern. Aber das tust du dir im Leben nicht an. 5 Jahre später. Genau, ich habe dann, als ich mein Studium begonnen habe, wieder für die ESL arbeiten dürfen. Und irgendwann kam dann auch der Projektmanager der ESL-Meisterschaft, damals ESL Pro Series, zu mir und meinte so, Melli, am Samstag, war ein Mittwoch übrigens, am Samstag weihen wir unser neues Studio ein. Bist denn auch da? Und ich so, du warst noch nie in meinem Büro. Ich meine, wir kannten uns. Ne? Wir kannten, um Gottes Willen, wir kannten uns. Was willst du eigentlich? Aber ich war so, du warst noch nie in meinem Büro. so was ist. Ja, weil du bist doch so ein wichtiges Mitglied unserer Turtle-Familie und wir weihen das Studio halt gemeinsam ein. Wäre schön, wenn du auch da bist. Und ich so, naja, ich glaube, ich habe ein Turnier am Samstag. Ich kann nicht. Ich arbeite nicht. Und er so, ja, nein, nicht Arbeit. Nur zusammensitzen, einweihen und so. Und ich so, ich habe ein Reitturnier. Sorry. Bin ja auch passionierte Dressurreiterin, by the way. So, was machst du, wenn du jetzt doch sagst, okay, dann, du bist Astronautin, dann will ich es auch glauben. Das ist absurd eigentlich. Was sagst du?
weiß was. Nein, das ist es. Ich habe viele Dinge in meinem Leben ausprobiert und ich mache viele Sachen. Ich bin so ein Jack of all trades, but master of none. Ne, so. Aber es geht ja noch weiter, ne? Aber ein Jack of all trades ist immer noch besser als jemand, der sich nur auf eine Sache spezialisiert hat. So geht das Sprichwort tatsächlich weiter. Und ich sag immer, ich kann viel, aber nichts richtig. Und Es ist lustig, genau, dass du sagst, das sage ich immer, wenn es bei mir um Videospiele geht. Weil ich sage, ich liebe Videospiele, das heißt aber nicht, dass ich gut drin bin. Ja, das ist ja vollkommen, ich bin bei dir, Das stelle ich jedes Mal, wenn ich streame, perfekt zur Schau. So, leider gerade eine kurze Streampause seit 2 Monaten. Aber bald geht's wieder los. So, und auf jeden Fall, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren über Jack of all trades, was hast du nicht gemacht? Hör mal, 2 Profis haben jetzt den Faden verloren, oder was? So funktioniert das aber nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, wie gesagt, er war ja in meinem Büro. So, Freitag kam er dann wieder rein. Da waren wir. So, Freitag kam er dann wieder rein und meinte, Melli, wie ist das denn jetzt morgen? Und ich wirklich wieder so. Du warst noch nie in meinem Büro und jetzt bist du schon 2-mal hier. So, warum ist dir das so wichtig? Meinte ich dann auch noch. Meinte so, ja, haben wir doch schon drüber gesprochen. Ja, dann kommst du morgen, ne? Ich so, boah, kommst du dann nicht mehr wieder, meinte ich. Und er so, ja. Und dann meinte ich, ja, okay, ich komm morgen. So, ja, dann sei, die Sendung geht um 3 los. Sei ein bisschen früher da. Ich komme aus dem Osmanischen Reich. Ein bisschen früher da ist halt 2 Minuten vor 3. So. Das musst du halt schon ein bisschen deutlicher spezifizieren, ne? Dann bin ich halt kurz vor Sendebeginn halt reingelaufen ins Studio. Und dann kam auf einmal der Aufnahmeleiter auf mich zugeflitzt, packte mich am Arm, warf mich auf die Couch, die da stand, rannte weg. Rannte wieder an, hatte ein Mikrofon und ein In-Ear in der Hand und warf mir das so in den Schoß. Ich meine, der arme Kerl war vollkommen am Ausrasten, weil ich 2 Minuten vor Sendung halt komme, ne? So, und ich so, und er war schon wieder auf dem Weg weg, ne? Und ich so, yo, ich weiß ja nicht mehr, wie der heißt, ne? Wer kriegt denn das? Ich sehe, du bist in Stress, kann ich dir helfen? Und er wirklich so schlagartig ruhig, guckt mich so an, guckt auf sein Klemmbrett, guckt mich an. Ja, du bist doch die Melli, oder? Ich so, ja, bin ich die Melli, aber wer kriegt das Mikrofon bitte? Und er so, wenn man dich zu Hause verstehen soll, dann brauchst du auch ein Mikrofon. Und ich würde mich jetzt ankabeln, weil in 30 Sekunden geht's los. Und ich so, was? Und dann verfällst du in Panik, ne? Weil du, dann machst du einfach. Und ich war dann irgendwie, ich meine, ich hatte 2 Beltpacks in der Hand, ein Headset und ein In-Ear. Ich bitte dich. So, was soll ich damit anfangen? So, gib mir eine Tastatur, gib mir eine Maus, ich weiß, wie man damit umgeht. Aber mit sowas, keine Ahnung. Und er guckt mich so an, weißt du nichts davon? Ich so, nein. Und er so, ha, 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 typisch Turtle, ha, ha, dann komm mal mit. Und dann gingen wir ins Backstage und dann half er mir, mich zu verkabeln, weil er dann verstanden hatte, dass ich halt keine Ahnung habe, gar keine Ahnung. Und dann ging auch schon die Sendung los, ne? Und dann schubste er mich wieder auf die Couch. Und dann sagte der Hauptmoderator, der Kani damals, meinte dann so, ja, und wir haben hier heute auch einen besonderen Gast im Studio und das ist die liebe Melli. Und ich sitze da so mit meinem Tablet. Ja, ich lese dann im Chat ein bisschen mit und guck so, was ihr so zu sagen habt, so. Was? So, was passiert hier einfach? So, und und dann haben wir den Anfang der Sendung irgendwie überlebt. So, die konnten das mit mir machen, weil viele Leute sagen auch immer, boah, voll unfair, wie konnten die das mit dir machen und so. Naja, also es gab keinen Menschen auf dieser Erde, der besser über die ESL Pro Series Bescheid wusste als ich. Deswegen war das so thematisch überhaupt gar keine Herausforderung für mich. Ne? Und das Lustige ist, Jahre danach haben wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Ich glaube, auf einer Aftershow-Party in New York. Ich weiß es nicht. Und dann meinte ich so, ey, das, was ihr mir damals da angetan habt, ne, das war schon echt nicht ohne. Und dann guckte er mich an und sagte mir, hättest du ja gesagt, wenn ich dich gefragt hätte? Fix ich so, nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Er kam so aus der Pistole und er so, und ich so, Alter.
Aber das ist ein cooles Learning, finde ich, weil das ist oft so, glaube ich, im Leben, zumindest was ich sehe oder wie ich es manchmal empfinde, dass es manchmal einfach besser ist, einfach ins kalte Wasser zu springen oder gestoßen zu werden, Ansichtssache, einfach zu machen, sich nicht zu scheren. Oder zumindest zu kämpfen, nicht unterzugehen. Genau, und sich nicht zu scheren, was andere Leute denken oder sagen, weil... Ja. Look at us now. Ja. So, wie bei diesem Paul Rudd-Meme, das gerade richtig ab durch die Decke geht. Look at us now. Ja. Schau, wie wir es geschafft haben. Ja, also, ich zumindest noch nicht. Ja, Phil. Also, ne? Ich habe es auch nicht geschafft in meinen Büchern. Ne? Es sind ja auch viele, viele Meilensteine, die auf mich warten. Aber guck mal, wo wir es zumindest hingeschafft haben. Mit Fleiß, mit... Selbstdisziplin und Arbeitswillen. Ne? Das sage ich ja halt auch immer. So, eine Sache, was wir auch schon mehr oder weniger angerissen hatten, ist, die hat übrigens drei Körbchen hier unten liegen. Ne? Also, liebe Leute, ich sage es nur, sie hat drei weiche Körbchen, sie möchte aber auf der Hundebox liegen. Sie möchte das. Und ich sage das halt immer so, dass harte Arbeit, für unsere Podcast-Hörer, Lacey hat sich gerade auf der Hundebox mal wieder bequem gemacht, so deswegen der Einwurf. Ich sage halt immer so, harte Arbeit zahlt sich aus. Und wenn es halt nicht direkt ist, so, wir haben halt leider das Problem in unserer Branche, dass sich Frauen und weiblich gelesene TeilnehmerInnen unendlich behaupten müssen. Viel mehr als Männer. Das ist halt einfach so. Und das ist Fakt. Da braucht auch keiner jetzt in den Kommentaren zu diskutieren. Es kriegt jeder, der in die Öffentlichkeit tritt und über Computerspiele auf einem Expertenniveau sprechen möchte, kriegt Attacke. Ne? Das weiß ich. Darum geht es aber nicht. Ihr müsst halt differenzieren, was für eine Attacke meine männlichen Kollegen kriegen. Und was ich kriege, ne, so da bei meinen männlichen Kollegen ist es halt immer nur auf ihr Handwerk, auf das, was sie getan haben, auf das, was sie tun. Und bei mir ist es halt zu 99% in Richtung meines Geschlechts. Und das ist das Einzige, was wir hier an dieser Stelle, nicht nur das Einzige, aber das ist das, was wir hier stark monieren an dieser Stelle, ne. Und um einfach nur auch nochmal unseren Zuhörenden so ein bisschen näher zu bringen, was denn jetzt so die Problematik ist. So, jeder wird geflamed im Internet. Das ist ein ganz anderes Thema und das ist auch nicht richtig. Aber lasst uns dieses Fass jetzt nicht aufmachen. So, es geht halt in der Differenz der Ansprache nur auf Basis deines Geschlechts. So, und bestes Beispiel ist, ich durfte die ESL Pro Series, dann Deutschlands beste Gamer, jetzt ESL Meisterschaft, durfte ich 5 Jahre lang begleiten am Mikrofon. Und habe auch nach 1,5 Jahren, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, dann die Hauptmoderation übernommen gehabt, weil der Kani dann moderativ in Rente ging sozusagen. Und als ich dann quasi das Zepter übergeben habe an nachfolgenden Kollegen, kann ich mich halt an eine sehr, 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 an ein sehr langes Gespräch erinnern vor seiner ersten Sendung. Und er kam nicht spezifisch aus dem E-Sport. Er war nicht ehemaliger Profispieler, so wie ich es war. Er hat nicht auf Weltmeisterschaften gespielt, so wie ich es getan habe. Er hat nicht auf LANs gespielt und diese in den Top 3 mehrfach abgeschlossen und zum Teil auch gewonnen. Sondern er war einfach nur Streamer, sozusagen. Das sind seine Worte, ne, an dieser Stelle. Und er hat sich so unendliche Sorgen gemacht, dass er meine Fußstapfen nicht ausfüllen kann. Das hat mich, by the way, so geehrt in dem Moment. Das ist schon, ne? Das hat mich so geehrt in dem Moment. Aber die Antwort, die ich ihm geben musste darauf, hat mir persönlich selber das Herz gebrochen. Ich musste ihm sagen, ey, mach dir keine Sorgen, weil es wird niemand bei dir in Frage stellen. Nicht eine Person. Mach dir keine Sorgen. Sei einfach du selbst. Hab Bock auf das, was passiert. Hab Spaß. Und versuch der Kleber zu sein, der die Sendung zusammenhält. Und führe einfach coole Interviews mit den Spielern auf persönlicher Ebene, wenn du dich fachlich noch nicht ausreichend auskennst. Es wird niemand, auch nur niemand, irgendetwas sagen. Und was halt noch viel schlimmer ist, ist, dass ich halt absolut recht damit hatte. Ne? Ich musste mich nach 5 Jahren noch immer in jeder Sendung wirklich platzieren und deutlich als Expertin verkaufen, damit dieser Chat einfach mal die Fresse hält.
ne? Um halt einfach nur mal so die Waage zu verdeutlichen an dieser Stelle, ne? Und das ist halt einfach wahnsinnig schade. Und daran arbeiten wir ja auch unter anderem mit diesem tollen Mentorinnenprogramm, unsere ExpertInnen halt in der Branche halt herauszuarbeiten und zu zeigen, dass sie auch unabhängig ihres Geschlechts ein ganz, ganz deutliches Maß an Expertise innehaben können. So. Und ganz wichtig, und, dass ich das noch ergänzen kann, einen Platz haben. Das ist, glaube ich, es ist fast, glaube ich, schon fast gleich so wichtig, dass es klar ist, dass Platz ist, dass Platz für der Kuchen ist riesig. Groß genug. Speaking of, ich habe Bock auf einen Karottenkuchen jetzt. Andere ich Geschichte. Auch. Aber Grüße gehen raus an unseren Producer. Schande, dass wir keinen Karottenkuchen bekommen haben. Aber okay, passt. Aber jetzt, die Geschichte zeigt halt einfach, wie halt weiblich gelesenen Personen und auch Frauen in unserer Szene leider noch immer begegnet wird, weil diese Unterhaltung ist halt zwei Jahre her, ne? Und es ist halt einfach schade zu sehen, dass sich unsere Frauen einfach so viel mehr behaupten müssen oder so viel mehr beweisen müssen, dass sie auch wirklich diese Expertise besitzen. Jetzt diese, nicht runterspringen, du bist noch zu jung. Ist gerade von ihrer Box runtergesprungen. Und und es wäre einfach total schön, Phil, wenn wir in 5 Jahren die nächste Folge hier zusammen aufnehmen, also spätestens, und dann darüber sprechen, wie weit wir schon gekommen Voll. Sind. Und wir sind ja schon echt weit gekommen, ne? So. Also ich wollte nicht sagen. Wir sind auf einem guten Weg. Nein, ich wollte nicht zustellen. Nein. Du hast enthusiastisch in die Kamera geguckt. Ich so, okay, hör auf zu monologisieren. Lass den Phil auch mal was sagen. Nein. Ich wollte komplett zustimmen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Mhm. Ich glaube, mehr Leute denn je setzen sich dafür ein. Ich glaube, mehr Unternehmen denn je setzen sich damit auseinander und versuchen da auch ein etwas zu ändern, versuchen da auch etwas ins Positive zu ändern. Und ich glaube, ich meine, oft denke ich mir oder oft schaut es so aus, als würden wir einfach nur viel labern und es passiert nichts, aber es passiert was. Es passiert stückweise was. Und ich glaube, es hört sich jetzt wieder schmalzig an, aber ich glaube, wir müssen einfach nur an uns glauben und weitermachen. Und das ist das, was ich meine, mit harter Arbeit zahlt sich immer aus. Ne? Klar, du hast Menschen, die du von dir überzeugen musst. Klar, du hast Menschen, die nicht an dich glauben von Sekunde eins. Und das ist jetzt komplett geschlechtsunabhängig. Ja. Ne? Und du hast Menschen, die du mehr überzeugen musst als andere. Aber wenn ich eins gelernt habe in den letzten 20 Jahren, ist, dass sich wirklich harte Arbeit auszahlt. Und nicht aufzugeben und immer einmal mehr aufzustehen, als wie man umfällt und umgeworfen wird. Und dass man aus den ganzen Sachen, die man halt auf den Weg geworfen kriegt, ne, ob das Steine oder Brocken oder kleine Minifelsen sind und manchmal auf dem Berg, dass man da echt tolle Sachen draus machen kann. Nur darf man nicht dazu verfallen, also die Welt ist unfair. Punkt. So, die Welt ist ehrlich ein unfairer Ort. Und der Moment, wo du beginnst, das als Ausrede zu nutzen, da hast du verloren. Du hast einfach verloren und das wäre so schade. Ne? Weil ich sehe halt so viele Menschen in meinem Umfeld, die so viel Potenzial haben und dann aber sich in Ausreden verfusseln, in Bequemlichkeiten. So, Alter, erfolgreich zu werden, ist kein Walk in the Park. Auch wenn es auf Social Media vielleicht so aussieht. Aber glaubt mir, wie oft diese Menschen auf die Fresse geflogen sind, um überhaupt dahin zu kommen, wo sie sind. Ne, klar, es gibt Menschen, die privilegierter sind als andere, ohne Frage. Ich meine, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wir haben an der Armutsgrenze gelebt, wir hatten Zeiten, da stand der Gerichtsvollzieher jede Woche bei uns vor der Tür, weil ein Familienmitglied ein Unternehmen gegen die Wand gefahren hat und quasi meine Mutter und wir Kinder das halt dann auslöffeln mussten. Wir hatten keine Kohle, aber
ich habe dann halt angefangen mit 14 zu jobben, ne, und meine Hobbys halt darüber zu finanzieren. Für mich war klar, ey, ich muss so gut werden im Computerspielen, dass die Leute mir Computer schicken und Hardware-Teile, damit ich sie nicht kaufen muss, weil ich kann sie nicht kaufen. So. Und ich habe halt einfach versucht, diese Umstände, die mir mein Leben halt hingeworfen hat, als Motivatoren zu nehmen, um weiterzulaufen, um weiterzugehen, um was Besseres daraus zu machen. Weil ich habe verstanden, dass wenn ich das nicht selber mache, ey, mich kommt keiner retten. Zu mir kommt niemand und sagt, hier, Melli, hier ist ein goldenes Mikrofon und jetzt hast du die größten Bühnen der Welt. Nein, so die halbe Branche hat zum Teil gegen mich gekämpft. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich festgehalten, habe gesagt, so, ich bleibe jetzt hier, erst recht, und mache einfach weiter und darf dementsprechend jetzt das machen, was ich halt mache. Und da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das halt auch einfach so ein Stück weit von meinem Biss her kommt. Und das darf man dann halt auch einfach auch mal so sagen. Ne? Und deswegen... Ich bin wirklich der Meinung, harte Arbeit zahlt sich immer aus. Auch wenn es nicht sofort passiert. Auch wenn es 2, 3, 4, 5 Jahre dauert. Auch wenn es aussieht, als würde Karma jeden anderen eher berücksichtigen als dich selbst. So, aber das ist Teil des Prozesses. Guck mal, was du in dieser Zeit alles gelernt hast oder lernen wirst. Und so sehe ich das mittlerweile. Oder versuche es zumindest. Das war jetzt ein sehr guter Motivationstalk und eigentlich ein fast exzellentes Schlusswort. Mehr davon in meinem One-on-One, wenn ihr es gewinnt. Bis zum 17.04. könnt ihr euch anmelden und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Und falls ihr es bei mir nicht schafft, verzagt nicht. Es kommen ganz, ganz viele tolle Frauen aus der Branche und von denen ihr auch ganz, ganz viel mitnehmen könnt. Vielen Dank für die Abmoderation. I'm sorry, Berufskrankheit wohl. Nein, es ist super, nämlich das Einzige, was ich nur noch sagen muss, ist vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Sag die Lacey auch. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, euch beide. Ach, jederzeit. ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, je nachdem, wenn euch das anhört und oder anschaut. Mein Name ist Philipp. Das war Melli und Lacey und wir sehen uns sehen und oder hören uns beim nächsten Mal von Gaming for Everyone. Ciao. Macht's gut, ihr Lieben.